Fall sicher. Bis jetzt. Und jetzt das Tor. Das war das 1:0 durch Dusan Frosch, der hier von der rechten Seite einfach mal absolut trifft. Niki Meier, der Rosheimer Abwehrspieler mit der Nummer 14, passt sehr gut auf. Und jetzt sehen wir hier das 2:0 durch Fabian Zick, der hier alleine auf das Lindauer Tor zuläuft und das und den Puck ins Tor reinmacht. War klassisches Spiel von Rosenheim. Sich hier alleine durchsetzen will, es aber nicht schafft. Gegen den Spielertrainer. Und jetzt Lindau. Hier mit dem 2:1. Durch Anthony Giulia Calabrese. Hier Lindau mit der Chance, mit dem Schlagschuss. Und hier ist das 2:2 für Lindau. In einem unspektakulären Spiel beider Mannschaften ist hier das 2:2 für die Lindauer. Jetzt Neumann. Neumann hat die Chance auf den Sieg. Treffer und aber Zapalot Toni konnte parieren. Gerade noch so, bleibt kurz vor der Linie, steht der Puck. Somit bleibt es beim 1:1. Spielstand, Penalty-Spielstand. Jetzt hat Lindau, die Nummer 91, der Spielertrainer Stanley Christopher, die Chance auf das 2:1 für Lindau. Und er macht es. Luca Endres lässt ihn hinein. Somit steht es 2:1 für Lindau. Und sie gewinnen dieses Spiel in Rosenheim im Penalty-Schießen 2:1.